Ich bin gerade zurück von einer Testfahrt mit diesen zwei Geräten, einmal das Garmin Edge 830 und dem Wahoo Element Roam. Mein Freund und ich nutzen die beide Geräte seit 2 Monaten. Er das Wahoo Element Roam und ich das Edge von Garmin. Und ja, wenn wir zusammen unterwegs sind, dann machen wir immer mal ein paar Vergleiche von den Funktionen, wie welches Gerät reagiert. Und auf Instagram habe ich ja euch oder dazu aufgerufen, Fragen zu stellen, was ihr über diese Geräte wissen wollt. Auf die werde ich in diesem Video eingehen. Und ich sage es gleich vorneweg, das wird jetzt kein Video werden, in dem ich euch erkläre, wie was genau funktioniert, sondern eher, um euch bei der Kaufentscheidung zu helfen. Ich werde in diesem Video auf einige Punkte eingehen, wie die Bedienung, Handhabung, der zweite Punkt natürlich Navigation, ganz wichtig bei GPS-Geräten und zum Schluss noch auf ein paar technische Daten eingehen, wie Akkuleistung, Schnickschnack mit Live-Tracking und so weiter. Beide Geräte lassen sich sehr schnell einrichten, das ist alles ziemlich selbsterklärend, man braucht natürlich die App dafür, um wirklich alle Funktionen auszunutzen, auszukosten. Bei dem Garmin dauert die Einrichtung etwas länger, aber das liegt daran, weil das Garmin viele Extras hat und ja, je mehr Funktionen und Einstellungen man hat, desto länger dauert natürlich auch die erste Einrichtung. Das Wahoo wird mit Knöpfen bedient und das Wahoo funktioniert oder hat ein Touch-Display. Hier unten gibt es auch zwei Knöpfe, um zum Beispiel die Aufzeichnung zu stoppen, aber hauptsächlich wird es mit dem Touch bedient. Der Touch funktioniert so zu 90% gut. Allerdings kommt es manchmal vor, wenn man irgendwie auf die nächste Seite wischen will, dass es beim ersten Mal nicht funktioniert. Aber ihr habt mir erzählt oder darauf hingewiesen, dass es eine Fernbedienung gibt für das Garmin. So eine kleine, die kann man sich direkt an den Lenker machen. Das heißt, man kann das Garmin ganz schnell bedienen, ohne die Hand groß vom Lenker zu nehmen. Und dann hat man halt auch die Knöpfe. Diese Fernbedienung werde ich mir auf jeden Fall besorgen. Und dann ist das Touch auch nicht mehr oder die Bedienung nicht mehr so ein großes Problem. Generell hat der Touch natürlich seine Vorteile. Darauf werde ich aber später noch eingehen. Solche GPS-Geräte kann man natürlich auch mit Sensoren verbinden, wie zum Beispiel einem Brustgurt. Und das hat bei dem Garmin sowie bei dem Wahoo wirklich super schnell funktioniert. Die Bedienung und Handhabung ist mit beiden Geräten eigentlich selbsterklärend, wirklich einfach. Wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt hat, weiß man, wo, wie, was irgendwie funktioniert. Bei dem Garmin ist es ein bisschen komplizierter, würde ich sagen, weil es einfach so viele Funktionen hat. Es fängt schon zum Beispiel an bei der Einrichtung. Es gibt verschiedene Profile. Man kann zum Beispiel Gravelbike, Rennrad, Mountainbike oder was auch immer einrichten. Und dann kannst du jede Datenseite für jede Aktivität extra einstellen. Zum Beispiel bei Mountainbiken interessiert mich die Herzfrequenz nicht. Und beim Gravelbike möchte ich eher wissen, ja, wann der Sonnenuntergang ist, weil ich auf Bikepacking-Tour bin und kann die so sozusagen untereinander austauschen und das für jede Aktivität individuell konfigurieren. Des Weiteren hat das Garmin noch Extras wie Mountainbike-Sprünge, irgendwas, also kannst du irgendwie messen, wie lange du in der Luft bist. Und dann gibt es noch so ein Extra mit Climb Pro, da kannst du genau sehen, wie die Steigung verläuft. Aber selbst ich als Spielkind, die gerne mit Technik spielt, selbst ich nutze diese beiden Funktionen nicht. Aber das ist halt, deswegen ist die Handhabung mit dem Garmin ein bisschen komplexer wegen den vielen Funktionen. Navigation natürlich ein wichtiger Punkt. Beide Geräte kommen mit vorinstallierten Karten. Das Garmin hat den Vorteil, dass man eigene Karten installieren kann. Die vorinstallierte Karte, bei der sieht es so aus, dass sie schon sehr übersichtlich ist. Allerdings fehlt mir die Möglichkeit, dass man die Wege unterscheiden kann. Wenn man im Wald ist, hat man ja Pfade, Trails, Schotterwege, Nebenstraße. Und ja, es ist einfach so, dass halt die Hauptstraße, man kann die erkennen, die Nebenstraße auch, aber alle Wege im Wald sind einfach schwarz. Das heißt, man erkennt nicht, was jetzt ein Schotterweg ist und was ein Trampelpfad. Bei dem Wahoo ist es so, dass man das besser unterscheiden kann. Und deswegen habe ich mir bei dem Garmin die Open MTB-Karte runtergeladen.
Ich muss mal schauen, ob ich das Video finde, wie das Ganze funktioniert. Wenn ja, dann werde ich das unten in die Videobeschreibung verlinken. Und bei der Karte ist es so, dass man nicht nur erkennen kann, was ein Trail ist, was ein Schotterweg ist, sondern auch sehr viel angezeigt bekommt, wie zum Beispiel Einkaufsmöglichkeit, Hütten, Briefkästen und was der Geier alles. Und das finde ich halt ziemlich cool. Allerdings hat es den Nachteil, dass die Karte sehr vollgepackt ist. Wer so etwas nicht mag, der kann natürlich die normalen Karten verwenden, aber ich finde es schon eine coole Möglichkeit, dass man halt hier jede Karte installieren kann. Ein weiterer Vorteil, was das Garmin hat, ist das Programm Basecamp. Das kann man sich auf dem PC runterladen und damit kann man Routen erstellen. Ich meine, es gibt ja mittlerweile genug Apps wie Komoot zum Beispiel, die das richtig gut können. Mit Basecamp kann man das Ganze noch ein bisschen verfeinern. Und was ich dort cool finde, ist, dass man alles unterteilen kann in Ordner, weil ich habe ganz viele Routen in Komoot drin. Ich habe überhaupt keinen Überblick mehr. Deswegen, ich werde Basecamp auf jeden Fall mal ausprobieren. Und ich habe schon mal ein bisschen reingestöbert, aber noch keine Zeit gehabt, meine ganzen Routen zu sortieren, weil ich das, ja, ich finde es schon ganz cool, dass man dann einfach einen Ordner erstellen kann, wie zum Beispiel mit Spessartouren, Touren in der Rhön oder Mountainbike-Touren und genau, das ist auf jeden Fall ein nettes Feature. So viel zu den Karten. Wenn man dann in der Navigation drin ist, funktionieren beide Geräte gut. Man erkennt genau, wo man abbiegen muss. Es gibt aber noch ein paar Unterschiede und zwar angenommen, man ist jetzt in der Datenseite, wo man sich die Kilometer und so Sachen anzeigen lässt. Und muss dann zum Beispiel in 200 Meter abbiegen. Dann kommt bei dem Wahoo ein kleiner Abbiegehinweis, hier 200 Meter rechts abbiegen. Bei dem Garmin ist das auch möglich, aber man kann es auch so einstellen, dass das Garmin dann automatisch in die Karte reinspringt. Und das hat halt den Vorteil, wenn du zum Beispiel in 200 Meter rechts abbiegen musst und es gibt manchmal ja im Wald sehr viele Abzweigungen und es gibt drei Wege, die nach rechts führen, dann weiß man manchmal nicht genau, welchen Weg man nehmen muss. Deswegen hat das Garmin den Vorteil, wenn der dann in die Karte reinspringt, dass man genau weiß, wo man abbiegen muss. Und dann ist es auch noch, wenn man zum Beispiel mal die Karte etwas weit rausgezoomt hat, weil man eben einen besseren Überblick haben möchte und muss dann bald abbiegen, dann ist es auch so, dass in die Karte automatisch reingezoomt wird, so dass du eben genau siehst, wo du abbiegen musst. Bei dem Wahoo hatten wir schon den Fall, dass mein Freund Steffen die Karte ein bisschen weiter rausgezoomt hatte und es war so eine ganz kleine Ecke gewesen, wo wir praktisch eine Parallelstraße oben weiterfahren mussten. Und da war es halt so, dass Steffen zwar einen Abbiegehinweis, nein, nicht ausschalten, anbleiben, dass Steffen einen Abbiegehinweis bekommen hat, aber er hat nur den Strich geradeaus gesehen und hat sich gedacht, was ist da? Und hat gedacht, er muss geradeaus weiterfahren, weil die Karte eben zu weit rausgezoomt war und er es dadurch nicht gesehen hat. Ich habe es gesehen, weil, ne, es war direkt reingezoomt und ich habe gesagt, hier links und dann oben weiter. Das Wahoo hat aber auch einen Vorteil, und zwar, wenn es um das Thema Routing oder besser gesagt automatisches Umplanen geht. Angenommen, du stehst im Wald und es ist plötzlich ein Weg gesperrt und du musst halt einfach eine Umleitung fahren. Dann fährst du mit dem Wahoo einfach den nächsten Weg weiter und dann hat er in Sekundenschnelle eine, ja, Umleitung sozusagen erstellt. Bei dem Garmin klappt das manchmal auch, aber die Betonung liegt auf manchmal. In den meisten Fällen hat das Garmin einfach nur gesagt, bitte wenden, bitte wenden, bitte wenden. Und das, obwohl ich eigentlich schon fast auf der eigentlichen Route wieder gewesen wäre, wo es ja wirklich keinen Sinn macht, wieder ganz zurückzufahren. Und er sagt, bitte wenden, bitte wenden. Aber bei dem Garmin ist es ja so, es hat ein Touch-Display und das hat den Vorteil, dass man die Karte verschieben kann. Nicht nur rauszoomen und reinzoomen, wie das bei dem Wahoo funktioniert, über die Tasten, da kannst du rein und rauszoomen, aber wegen dem Touch beim Garmin kannst du halt die Karte komplett verschieben. Und deswegen habe ich das Routing bei dem Garmin ausgeschaltet, weil ich nicht gerne das mag, wenn das Gerät entscheidet, wo ich langfahren soll. Auf Instagram haben mich auch viele gefragt, wie es aussieht mit der Ablesbarkeit von den Geräten. Welches Gerät lässt sich bei schlechten Lichtverhältnissen oder starker Sonneneinstrahlung besser ablesen? Und ganz klar, das ist das Wahoo.
Also, das ist wirklich der Hammer, wie gut man das Display ablesen kann. Überhaupt keine Spiegelung. Es ist wirklich astrein. Selbst wenn ich hinter dem Steffen irgendwie ein bisschen fahre, kann ich das Display erkennen. Das ist wirklich der Wahnsinn. Das Garmin hat auch ein gutes Display. Es hat eine leichte Spiegelung. Allerdings muss ich sagen, das ist jetzt Meckern auf hohem Niveau. Ich hatte bisher nie Probleme, egal welche Lichtverhältnisse, das Display abzulesen. Aber wie gesagt, es ist einfach eine kleine Spiegelung vorhanden. Man kann ja mit beiden Geräten eine Route abfahren, egal ob man sich jetzt einen GPX-Track drauflädt oder über Komoot das Ganze mit Komoot verbindet und so die Touren nachfährt. Und ich muss sagen, mit beiden Geräten hat es bisher einwandfrei funktioniert. Da gab es keine Probleme. Auch mit dem GPS-Empfang im Wald war es gut. Das Wahoo hat manchmal ein bisschen neben der Spur gelegen. Da, bei dem Garmin ist es auch vorgekommen. Und das, obwohl die GPS-Genauigkeit auf vollem Empfang war, weil man kann bei dem Garmin einstellen, dass man sieht, wie stark der Empfang vom GPS ist. Also keine Ahnung, warum ich trotzdem etwas neben der eigentlichen Route gelegen habe. Aber das war in beiden Fällen kein Problem. Navigation oder Route nachfahren funktioniert wirklich top. Bei dem Garmin ist es auch so, dass es eine Suche gibt. Das heißt, du kannst Adressen eingeben. Und die Adressfunktion ist wirklich klasse. Also wenn du jetzt eingibst zum Beispiel Hauptstraße, dann musst du nicht tippen Hauptstraße, so wie das früher mit den alten Navis war, wo man sich wirklich einen abgetippt hat, sondern du gibst irgendwie ein HA, dann füllt er schon automatisch Hauptstraße aus, dann dein Ort und wie auch immer, wo du hin willst. Oder man kann auch Point of Interest sich anzeigen lassen, auf Deutsch gesagt. Ja, Sachen, die halt interessant sind, wie Sehenswürdigkeiten, kann man sich im Umkreis anzeigen lassen oder wenn man Einkaufsmöglichkeiten braucht. Und das finde ich halt sehr cool, dass du wirklich da noch ein bisschen rumspielen kannst. Und wenn du wirklich mal was suchen musst, kannst du das als Suchgerät sozusagen verwenden. Das Wahoo hat die Möglichkeit, wie auch das Garmin, dass man sich zum Beispiel zurück zum Startpunkt navigieren lassen kann oder zu einem gespeicherten Standort, wie zum Beispiel zu Hause. Das haben wir bisher mit beiden Geräten allerdings erst einmal verwendet, weil ja, wir waren auf einer Tour und Steffen, seine Speiche vom Fahrrad ist kaputt gegangen. Das heißt, wir wollten einfach nur noch schnell nach Hause fahren. Und ja, wie gesagt, das hat funktioniert. Allerdings ja, würde ich mich jetzt darauf nicht verlassen und 50 Kilometer durch den Spessart fahren und irgendwie einen Punkt eingeben, um mich dahin navigieren zu lassen, weil ich glaube, dafür sind die Geräte jetzt nicht gemacht. Und ich habe ja schon gesagt, ich möchte lieber selbst entscheiden, wo ich hinfahre und plane vor Strecken am Computer. Aber es ist durchaus möglich, wie jetzt bei uns im Notfall, dass man sich einfach wieder zu Hause navigieren lässt. Und das hat, ja, hat super funktioniert. Ah, ein Vorteil hat das Wahoo auch noch. Und zwar, dass man hat jetzt zum Beispiel eine Route geplant von A nach B und möchte aber heute die Route von B nach A fahren. Und da ist es so, dass ja, das Wahoo die Möglichkeit hat, die Route einfach umzukehren. Bei dem Garmin ist das leider nicht möglich. Jetzt kann es natürlich sein, dass ihr immer noch nicht wisst, welches Gerät für euch das passende ist. Aber ist es so, dass bisher ja beide Geräte keine Systemabbrüche hatten, Probleme bereitet haben oder sonst irgendwas. Es sind beides gute Geräte. Wenn ihr allerdings Wert auf ein Gerät legt, das keine großen Extras und Schnickschnack hat, ein gut ablesbares Display hat und euch im Falle eine Umplanung weiterhelfen kann, weil es eben ein gutes Routing hat, dann entscheidet euch für das Wahoo. Wenn ihr allerdings auf Spielereien steht, so wie ich, dann auf jeden Fall das Garmin. Nicht zu vergessen das automatische Reinzoomen in die Karte oder wenn ihr im Datenfeld seid, dass ihr einfach in die Karte springt. Mir hilft das immer sehr beim Navigieren und der Route folgen. Und dann kann man natürlich auch Supermärkte suchen oder Point of Interest. Dafür ist das Garmin auf jeden Fall super geeignet. Ja, ich hoffe, dass ich jetzt so alles klären konnte. Eine Sache fällt mir noch ein, und zwar kann man beide GPS-Geräte mit so einem Rollentrainer verbinden und sozusagen auch in der Wohnung Fahrrad fahren. Gefahrene GPX-Tracks, die man draußen gefahren sind, kann man nachfahren oder auch Trainings erstellen. Es sind auch Trainings vorhanden, das ist irgendwie ganz cool, finde ich.
wenn man nicht unbedingt ein Zwift-Abo abschließen möchte. Und ja, ansonsten hoffe ich, dass ich mit diesem Video alle Fragen klären konnte. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann schreibt es unten in die Kommentare. Ich würde sagen, das war jetzt genug Tech-Video und wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Schwing dich aufs Bike und travel and ride. Bye-bye, bye-bye. So, Fokus. Ich wäre soweit, du anscheinend auch. Super, ich freue mich. Werde ich mir wahrscheinlich besorgen. Was? Jetzt redet die Alexa gerade mit mir. Alexa, stopp! Da macht man schon draußen kein Video, weil so viele Lärmgeräusche sind und dann antwortet mir hier die Alexa, obwohl ich dachte, ich wäre hier allein. In meinem Travel and Ride Podcast gibt es auch immer wieder nützliche Tipps zur Ausrüstung und auch dort habe ich schon über Navigation gesprochen. Also wir sehen uns dort oder besser gesagt, wir hören uns.